Glaube, Nachfolge, Versagen und Kampf. 1. Korinther, Kapitel 9, Verse 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde. Je länger man Christ ist, desto mehr hat man manchmal den Eindruck, dass man zwar an Erkenntnis und Erfahrung zunimmt, aber das eigentliche Leben in der Nachfolge nicht selten leider nur hinterherhinkt und man mit der Praxis so seine Probleme hat. Mitunter bekommt man einfach mit der Zeit einen Eindruck von sich selbst, der einen nicht wirklich zufrieden macht und das eigene Glaubensleben entspannt beobachten lässt. Die eigenen Schwächen, Gelüste, Empfindlichkeiten und manchmal auch Gedankenlosigkeiten lassen sich nicht ignorieren. Die eigenen Sünden und Halbherzigkeiten werden mehr und intensiver wahrgenommen als früher und die oftmals negative Beschreibung des Menschen in der Bibel wird immer mehr zu einer überaus persönlichen Angelegenheit. Man fühlt sich angesprochen. Man versteht mehr und mehr, dass man ein Sünder ist und einen Mangel hat, Gott zu begegnen. Römer 3, 23. Gefühlt auch als Christ. Ein gesegneter Mann wie der Apostel Paulus, der war reich an persönlicher Erfahrung und Erkenntnis, hatte diese Momente sicherlich auch, ganz sicher. Er schrieb in Römer Kapitel 7, Verse 19 bis 24, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Paulus stand also alles andere als darüber, sondern fühlte sich ebenso, manchmal unwürdig, schmutzig, wider besserer Erkenntnis handelnd und unnütz, wie du und ich das vielleicht manchmal auch ebenso empfinden und wahrnehmen. Vielleicht geht das sogar so weit, dass man an seinem Christsein zweifelt. Und dann hat man tatsächlich Angst davor, als Heuchler dazustehen und entsprechend, wenn man sich um die Weitergabe des Evangeliums bemüht, anderen womöglich predigt und selbst verwerflich handelt. Also anderen das nahelegen, was man selbst nicht oder nur unzureichend umsetzt. Das ist eine harte Sache zu erfahren, dass man längst nicht so über den Dingen steht, wie man das gerne wollte oder auch anderen vermittelt. Was nun? Vermutlich sind die Worte eines Paulus, die wir heute in der Bibel lesen, ganz und gar nicht nur aus dem Ärmel geschüttelt, sondern Gott hat sie ihm abgerungen unter viel persönlichem Leid und der Wahrheit über einen selbst. Sich im Lichte Gottes mit Augen der Wahrheit zu sehen, ist nicht immer angenehm, sondern oftmals purer und nackter Realismus, von dem man im Geiste der Wahrheit, nämlich schuldig zu sein, in der Tat kapitulieren muss. Paulus machte diese Erfahrung, auch weil er die Gemeinde Jesu damals in blindem Fanatismus bis aufs Blut verfolgte. Jesus verfolgte. Und auch wir bekommen immer mal wieder
einen Spiegel vor die Nase gehalten. Und das haben wir vermutlich auch alle nötig. Wenn nun auch ein Mann wie Petrus, den das alles ja auch betraf, am eigenen Versagen verstehen musste, dass Gott die Schwachen erwählt hat und alles letztlich nur Gnade ist und Gott letztlich immer der souverän Handelnde ist, dann tut das zuerst vermutlich auch ziemlich weh. Vor allem, wenn man halt merkt, dass man es selbst nicht kann, nicht packt, nicht tatsächlich, wenn es drauf ankommt, zu Jesus Christus stehen kann, so wie Petrus, als er ihn verleugnete. Und das war eine bittere Erfahrung für ihn. Aber es hat ihm letztlich mehr geholfen als geschadet. Es gibt ja den Spruch, es muss erst schlimmer werden, damit es besser wird. Das ist wohl manchmal die Wahrheit. Und manche müssen das auch so erleben, bevor sie aufwachen und sie begreifen, was Gnade und Vergebung in der Tiefe wirklich bedeutet. So wie Petrus das erfahren hat, so wie Paulus das erfahren musste und vielleicht auch du und ich. Paulus schrieb die Antwort auf seine rhetorische Frage selbst auf und ruft sie damit auch dir und mir zu. In Römer 7,25 sagte er: Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Aber dennoch werden wir in der Bibel aufgefordert, die Sache der Nachfolge in Kombination mit unserer Schwachheit und der nach wie vor lebendigen Sündhaftigkeit eigenverantwortlich ernst zu nehmen, trotz allem Versagen. Wir dürfen, wir müssen weitermachen. In Römer 13, Verse 13 und 14 sagt uns der Apostel: Lasst uns Erber leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Das ist eine ganz praktische Hilfestellung. Man kann entsprechend überfürsorglich mit sich selbst umgehen und fahrlässig handeln, nämlich wieder besserer Erkenntnis und sich selbst Gefahren und Verführungen aussetzen, die einem dann zur Sünde werden können. Also wenn man ganz praktisch zum Beispiel eine Anfälligkeit für Alkohol oder Tabak hat und deren Konsum übertreibt, dann wäre es eben weniger klug, in seinem Haushalt immer Vorräte davon zu haben. Gleiches kann für alles gelten, was einem geistlich gesehen davon mehr oder weniger abhält, im Glaubensleben praktisch zu werden und zu bleiben und Gott gehorsam zu sein. In Epheser 4, Verse 29 bis 32 steht eine weitere praktische Hilfestellung. Da heißt es: Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Alle diese negativen und bösen Dinge sind möglich, sonst würden sie nicht in der Bibel als Ermahnung erwähnt sein. Es ist ein Kampf und der neue geistliche Mensch in Christus steht im Widerspruch zu dem alten fleischlichen Menschen, in dem wir noch stecken. In Galater 5,17 heißt es entsprechend: Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Eines sollte uns aber auch bewusst sein: Wir können Gott nie mit unseren Taten überraschen. Gott kennt die Zukunft. Gott kennt deine Zukunft. Er wird also nie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich wundern, was wir schon wieder anstellen und womit wir uns schon wieder schwer tun. Alle unsere Tage und Taten sind vor Gott wie ein offenes Buch. In Psalm 139, Vers 16 steht: Deine
Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott hat uns angenommen und bereut es nicht. In Römer 11, 29-32 heißt es, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Wir sollten eifrig Buße tun, wenn wir gegen Gottes Geist handeln, so wie David in seiner Buße in Psalm 119, und uns nicht vergraben, sondern uns auf Gottes ewige Treue und Barmherzigkeit verlassen. Seine Gnade ist seine Ehre. Traurig zu sein für einen bestimmten Moment über seine Fehler und seine Fahrlässigkeit ist bestimmt nicht verkehrt und durchaus auch notwendig, dass wir das so erkennen. Aber wir würden das so auch nie empfinden und wahrnehmen, wenn wir keine Kinder Gottes wären. Nur aufgesetzt religiöse Menschen sind sich selbst gegenüber meist eher unkritisch und allzu bereit, mehr über andere zu richten, als sich selbst als einen Sünder wahrzunehmen. Der Geist Gottes treibt die wahren Kinder Gottes an. Römer 8, 14. Eben auch in der Buße, in der Umkehr, in der Sicht der eigenen Fehler. Wir kämpfen wie Paulus nicht aufs Ungewisse und veranstalten Schattenboxen, sondern kämpfen den guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 6, 12. Und verlassen uns auf Gottes Gnade und auf seine Hilfe, auch gerade dann, wenn wir versagt haben. Läge es an uns als Christen, das Ziel zu erreichen, nämlich die Seligkeit im Himmel, nachdem wir an die Vergebung unserer Sünden glauben und erlöst sind, würden wir an uns selbst früher oder später scheitern und niemals dort ankommen. Was kann nicht alles im Laufe unseres Erdenlebens geschehen? Dinge, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben, Dinge, die uns überfordern, seelisch belasten und die uns aus dem Gleichgewicht bringen. Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt und wie es war? Und was hält, wenn nichts mehr hält? Was hat den verlorenen Sohn mit Gnade und Liebe und Hoffnung versorgt, als alles selbst verschuldet verloren schien? Die Gnade Gottes. Darum sagt uns die Bibel auch, dass Jesus nicht nur der Anfänger des Glaubens ist, erlöst aus Gnade, sondern auch der Vollender des Glaubens, das Ziel des Glaubens erreicht. Hebräer 12, 2. Wir dürfen aufstehen, wenn wir gesündigt haben, und dankbar nach vorne blicken. Ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Warum? Es ist bezahlt. Das ist der Grund. Und zwar gestern, heute und auch morgen. In 1. Johannes Kapitel 5, Verse 4 und 5 steht das, was letztlich zählt. Für dich und auch für mich. Da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das bedeutet, dass uns der geschenkte Glaube auch selbst überwindet. Du bist als vor Gott gerecht gesprochener Mensch selbst in Person überwunden. Niemand kann und wird das ändern. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. 2. Korinther 1, 22. Dieses Siegel kann niemand brechen. Gottes Gnade ist größer als unsere Sünden. Dieses selige Wissen darf uns Frieden und Zuversicht geben, uns die Angst nehmen und uns auch jeden Tag verändern, sodass wir in das Bild Jesu hinein verklärt werden. Wir sind nie alleine. Gott ist da. Gott sieht uns. Gott kennt uns. Gott liebt uns und er hat uns erlöst. Amen.